Können wir diesen Stein bis ganz nach oben tragen? Das werden wir heute herausfinden. Let's go! Okay, 1,70 Meter haben wir geschafft. Das bedeutet, wir können jetzt aufhören. Obwohl, der soll da ganz, ganz hoch. Heute ist es nämlich unsere Mission, unseren Stein 70 Meter nach oben zu tragen. Und wir werden verrückte Herausforderungen bekommen. Aber wenn du mir jetzt dabei helfen willst, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine unkönnen Videos mehr wie dieses zu verpassen. Und glaubt mir, Freunde, dieses Spiel wird gar nicht einfach. Aber ich würde sagen, wir versuchen erstmal den Stein hier irgendwie weiter rumzukriegen. Und oh, zum Beispiel hier rechts würde er runterfallen. Okay, ich gehe mal lieber... Oh, Neonblocks? Okay, Neonblöcke dürfen wir nicht berühren. Okay, und wir dürfen nicht die roten Blöcke hier berühren. Seite. Und hey, was ist mit dir los, Mann? Geh mal weg hier. Okay, Freunde, ich würde sagen, boom. Wir tun ihn hier einfach mal so durchbouncen. So, und dann sind wir nämlich schon vorbei und... Ey, Alter! Oh, nee, das kann nicht sein. Unser Stein ist weg. Ey, wegen dem ist mein Stein weg. Okay, dann blocke ich halt die anderen. Aber jetzt mal im Ernst. Wo ist eigentlich mein Stein? Okay. Werden wir es nochmal versuchen. Und es wird auch empfohlen, den Shift-Locker zu benutzen. Denn dann soll es wohl ein bisschen einfacher sein. Also machen wir das natürlich. Aber ich bin mir ehrlich gesagt trotzdem nicht so sicher, ob wir es überhaupt schaffen. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach. Okay, hier schubse ich ihn einfach mal durch, Leute. Und jetzt müsste es einfach nur hier nach oben, okay? Okay, okay, okay. Nee, nicht bitte runterfallen. So, okay, okay, okay. Ey, was machst du dir? Weg mit deinem Block, Mann, ey. Okay, Freunde, wir müssen jetzt draufstehen und komm. Ja, roll dich hier ruhig mal rüber. Schön, mein kleiner Ball. Okay, das Rote sollen wir wohl nicht berühren. Und hier gibt es tatsächlich viel Rot. Wie sollen wir das machen? Okay, auf die andere Seite und... Yeah, let's go. Checkpoint. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Okay, ne. Okay, ja. Warte mal, ich kann ja doch Rot berühren. Aha, ich darf Rotblöcke berühren, aber... Ich verstehe schon. Okay, warte mal, was bringt das? Leute, ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir hier machen. Aber egal, es sieht gerade relativ lustig aus. Seid ihr eigentlich schon mal mit euren eigenen Ball oder Stein an irgendwelchen, ja, Felswänden hochgeklettert? Also ich glaube nicht, oder? Okay, Freunde, so, ich würde sagen, boom, wir gehen mal hier rüber und... Okay, ich würde sagen, die Lava dürfe ich nicht berühren. Okay, 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 okay. Das dürfen wir natürlich nicht. Und, ey, Freunde, wir sind insgesamt einfach schon 17 Meter hoch. Und ja, wenn ihr jetzt fragt, ob ich stolz drauf bin, ja. Angeblich soll das Obby auch schwierig sein oder kann schwierig werden. Aber ganz ehrlich, nicht für uns, oder? Okay, wie aktivieren wir das? Warte mal, wir müssen hier rüber. So, und bam. Easy. Alter, wie cool, Freunde. Okay, warte mal, wir müssen erstmal das Obby machen. Und dann können wir nämlich die lila Plattform aktivieren, um unseren Ball nach drüben zu holen. Komm, Balli. Warte mal, wie nennen wir den? Nennen wir den wirklich Balli? Oder nennen wir den einfach Balu? Ist auch ein cooler Name. Okay, insgesamt hat das Spiel 70 Meter wohl. Und oh nein, okay, jetzt kommt schon eine knifflige Sache. Nicht zu weit. Super, super, super. Und... Okay, gut gemeistert. Ey, nee, Alter. Freunde, was macht denn der? Der blockt uns oder so. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen so durch uns schlängeln. So, jetzt wieder nach rechts, wieder nach links und... Oh, das war so nicht gewollt, Leute. Okay, erstmal wieder das Obby, wie wir vorhin gemacht haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das mal gerne mit mir gemeinsam spielen wollt. Und wenn ihr selber mal gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare, welche Höhe ihr geschafft habt. Und warte mal, ey, ich habe ein Problem. Die ganzen Spieler hier, die stören mich ein wenig. Ich meine, meine Aufgabe ist es doch, den Ball nach oben zu bekommen, oder nicht? Okay, wieder ein bisschen Konzentration. So, Supervitamine. Okay, okay, okay. Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Ja. Okay, nein. Nein. Balli, wir müssen hier lang. Wir müssen wirklich hier lang. Okay, jetzt nur noch ein Stück nach vorne. Komm und... Let's go! Lava-Blocks können nicht vom Ball berührt werden. Achso, zwischen mir und meinem Block. Ach, ist auch egal. Hauptsache, mein Block wird auf jeden Fall überleben, Leute. So, und rüberspringen. Das macht echt langsam mittlerweile Spaß. So, warte mal. Wie viel Meter haben wir? 26. Okay. Ist ja fast die Hälfte bis jetzt. So, warte mal. Noch ein Stück nach vorne und dann können wir ihn hochschieben. Und okay. Warte mal. Ich schiebe ihn durch. Ich gehe hier an der Seite lang und
Ja, ich hoffe gleich kommt hier ein Checkpoint. Und yeah. Freunde, wir haben hier ein kleines Problem. Und zwar könnte der Ball hier ganz leicht runterfallen. Zum Beispiel wie beim Skelett da drüben. Okay, aber Ball, Ball, Ball. Du bist ganz, ganz ruhig und langsam. Und warte mal. Komm, wir schmeißen seinen einfach runter. Ciao. Ey! Okay, danke, Timmy. Hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Ich konnte seinen runterschmeißen und... Also, meinen hat er einfach nur ein Stück weiter gepostet. Ey! Warte mal! Was soll denn das hier? Okay, Freunde, ich glaube, wir haben ein kleines Problem hier. Okay, ich glaube, Freunde, es eskaliert gerade komplett. Okay, Freunde, weiter geht es. Und wir werden auf jeden Fall uns nicht mehr rächen, weil, naja, danach haben wir das Problem, dass wir runterfallen. Okay! Es ist natürlich jetzt schon echt ein bisschen schwieriger und kniffliger. Aber, Freunde, wir werden das auf jeden Fall nach und nach Stück für Stück hier sicherlich hinbekommen. Oh, so ein bisschen durchquetschen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ist auf jeden Fall gar nicht mehr so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auf jeden Fall kommen wir gleich noch in ein zweites Spiel, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss. Und ja, Timmy, das Skelett hat's gut drauf. Okay, Ball, komm, ja, in die Richtung, bitte. Oh, oh, wir müssen schon wieder... Nee, nee, oder? Okay, Freunde, hier kann der Ball diesmal sogar runterfallen. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen lenken und steuern. Bitte nicht zu schnell werden, ja? Okay, Freunde, wir haben den Dreh raus. Yeah, let's go. Und damit geht es endlich wieder weiter nach oben. Und wir dürfen jetzt hier nur an einer Seite drehen. Ein bisschen drücken und... Okay, nice. Wir haben einfach 32 Meter. Alter, 32 Meter ist gar nichts, wenn man eigentlich mal ehrlich ist, oder? Okay, die Teile sind auch ein bisschen knifflig. So, okay, okay, okay. Nice, 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 Freunde. Wir bräuchten so langsam mal wieder den nächsten Checkpoint. Oh mein Gott, das ist gar nicht mehr so einfach. Es ist echt schon schwer geworden. Und warte mal, ich tue den einfach hier so ein bisschen durchpushen. So, warte mal, hier springe ich einfach rüber und... Ja, okay, passt, passt, passt. Und Timmy ist auch noch am Start. Also, wir haben uns jetzt sozusagen ein bisschen verbündet. Wir sind jetzt wieder Freunde, nachdem wir uns 300 Mal den Ball runtergeschmissen haben. Okay, Freunde. So, wir sind jetzt einfach an der Hälfte angelangt. So, bitte nicht failen. Oh mein Gott, nein. Nein, Balli, Balli, bleib hier bitte, ja? Okay, warte mal. Ich weiß gar nicht. Dürfen wir... Wie war das nochmal? Dürfen wir rot berühren? Okay, wisst ihr was? Oh mein Gott. Wisst ihr was? Ich gehe einfach rauf. Nur zur Sicherheit, weil ich das gar nicht mehr so richtig weiß. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Wir müssen in die Richtung, Kumpel. Okay, eigentlich haben wir vorhin auch rot berührt. Nee, ne? Das kann nicht sein. Nein! Moin, Timmy. Okay, Freunde, wir haben es einfach wieder nicht geschafft. Das bedeutet, es geht in die Extra-Runde. Aber so mittlerweile habe ich das Stückchen hier auf jeden Fall raus. Oh, oh. Nein! Wir sind zusammen runtergefallen. Okay, es geht wieder ab die Post. Achtung, Alien! Oh nein, ich bin in Lava gefallen. Okay, die magischen 32,375 Meter haben wir auf jeden Fall geschafft. Und ich glaube, ich warte mal eine Sekunde, weil das ist mir auf jeden Fall mit den Leuten da zu gefährlich. Aber komm schon, mein Vitamine-Roblox-Ball. Ab nach oben mit dir. Oh, er geht durch die Mitte. Oh nein. Was? Oh mein Gott, Freunde. Also das ist echt schwieriger als gedacht. Mittlerweile fehle ich sogar öfters als der Ball? Oh, Mist. Er geht wieder ein Stück zurück. Mayday, Mayday, wir haben ein Problem. Nein, oder? Okay, Freunde, wir sind zumindest bis hierhin wiedergekommen. Okay, stopp, stopp, stopp. Okay, nice, Freunde. So, das bedeutet, wir können jetzt langsam hier hochpushen. So, so, so. Okay, was ist nun unsere Aufgabe? Und okay, in der Mitte müssen wir bleiben, denn links und rechts ist Lava. Gut, 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 Freunde. Da, vorsichtig und okay, rüberspringen und... Nein, nee, nee, das ist gerade der falsche Weg. Oh Mann, Freunde, ey, das ist gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Aber wir benutzen den nächsten Checkpoint einfach. Okay, Freunde. Nun müssen wir ein kleines Labyrinth spielen. Naja, so klein ist es nun auch nicht. Okay, wir müssen jetzt erstmal nach rechts. Da bleibt er stehen. Und dann müssen wir hier durch die Lava pushen. Und dann nach oben. Okay, das war relativ einfach, fand ich. Jetzt rauf springen, rauf springen. Okay, von der Mittlerweile habe ich... Oh nein. Nein, ich habe es ein bisschen raus, wollte ich sagen. Aber... Aber den nicht abhauen. Komm, 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 komm. Hier ein bisschen weiter vor... Okay, wir sind echt gut dabei mittlerweile. Ich muss nur mal gucken, was da kommt und... Oh nein, ich glaube, ich hätte an der Seite langlaufen können. Egal, immerhin haben wir jetzt einfach schon 40 Meter. Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig, finde ich, Freunde. Okay, wir müssen hier links lang und... Wieder rauf. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Ja, okay. Nur noch ein bisschen rein in die Ecke und hoch damit. Also, Freunde, so mittlerweile kann man das richtig gut, finde ich. Okay, sieht gut aus und... Nein, okay. Hier ist keine Wand auf der einen Seite. Oh mein Gott, Freunde, was war das denn? Alter, das war echt schwierig. Und die Brücke hat irgendjemand zerstört. Na gut, okay, Freunde, ganz vorsichtig. Auf die Seite, nein. Okay, er lebt noch. Nein, Freunde. Okay, ich lebe noch. Was ist eigentlich, wenn ich den Checkpoint ohne ihn hole? Oh, das war's wohl mit dem Checkpoint. Okay, aber ich muss sagen, dieser Part ist eigentlich gar nicht mal so schwer wie der davor. Also ich muss ehrlich sagen, den davor fand ich viel, viel schwieriger. Und hier kann man einfach... Oh, wir haben unser Ball verloren. Okay, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Mein Ball ist ohne mich gefahren und ich weiß nicht, wie ich über die Lavabrücke kommen soll. Komm zurück, Balli! Oh, er tut es wirklich. Okay, Freunde, das können wir natürlich ausnutzen, indem wir einfach mal draufspringen. Und jetzt hier rüberfahren. Und zum Glück funktioniert das, okay. Nicht zu schnell, denn wir wissen ja, hier war so eine komische Wand und hier ist links und rechts nichts. Oh mein Gott, okay. Wir sind schon mal angekommen. Wir sind schon mal hier. Hier bin ich glücklich. So, wir müssen jetzt ganz konzentriert die Sache angehen, Freunde. Okay, wir müssen jetzt den auf die andere Seite kriegen. Nice. Oh, ja. Immer Stück für Stück. Wir dürfen nicht übertreiben. So, ja. Das sieht ganz gut aus. Und, okay, let's go. Noch ein Stück und nice. Alter, wir sind jetzt gerade ganz gut. Okay, warte mal. Wir müssen auf das lilane Teil da. Okay, Ball. Wir müssen erstmal aufs Lilane. Okay, warte mal. Aktivieren wir automatisch, wenn wir jetzt aufs Lilane mit dem Ball kommen? Oder müssen... Oh, okay. Warte mal. Let's go. Wie soll das gehen? Ich meine, ich passe da irgendwie nicht rauf. Warum auch immer. Und okay, doch. Ich passe da rauf. Okay, beeil dich. Ich weiß nicht, wann das Lilane wieder ausgeht. Und, okay. Nicht zu schnell! Nein! Oh, es hat funktioniert. Okay, jetzt kommen wir hier zu irgendwie einer kleinen Sache, die wir hier noch hochgehen müssen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich den von hier hoch drücken sollen. Okay, es funktioniert. Ja, noch einmal. Ich glaube, danach kommt nämlich ein Checkpoint und... Oh ja, warte mal. Was ist eigentlich, wenn ich den mit der Hand berühre? Zählt das? Nee, es muss der Ball sein. Okay, komm, nur noch einmal hier rauskriegen. Ja, okay, und damit haben wir Checkpoint Nummer 6 erreicht. Okay, übelst gut sind wir. Und das war jetzt übelst schlecht. Aber, Freunde, wir sind 49 Meter insgesamt hoch. Das bedeutet, uns fehlen tatsächlich nur noch 20. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Okay, wieder diese komischen Stangen. Die sind aber jetzt auch kein Problem. Oh. Okay, warte mal. Wie macht man das am besten? Okay, so. Ah, ich verstehe. Immer ein Stück für Stück ihn hochboosten. So. Ah, nicht zu dolle. Dann fällt er nämlich. Und Pro-Tipp. Jump. Okay. Nein. Okay, Freunde, ich hab's gleich. Und warte mal. Er fällt schon wieder runter. Ich glaube, ich müsste von der Seite drücken. Pro-Tipp. Jump. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Diese Runde drücke ich mal von der Seite, denn dort ist ja nämlich eine Wand. Und eigentlich dürfte er dann nicht runterfallen. Zumindest ist so meine Theorie und die Theorie haut nicht hin. Kann ich den auch mit einmal da hochschmeißen? Nee. Oh mein Gott. Er ist rumgeblieben. Ey, und ich nicht. Okay, Freunde. Ich habe es jetzt sehr, sehr lange versucht. Aber ich verzweifle. Und deswegen würde ich sagen, zeige ich euch auf jeden Fall noch das andere Spiel. Let's go. Ich wette mit dir, du wirst niemals schaffen, meinen Stein bis ganz nach oben zu tragen. Warte mal, diesen Stein? Ganz genau diesen Stein, denn du bist ein Noob. Ich bin doch kein Noob. Warte mal, wie sehe ich denn aus? Ich soll diesen Stein nach ganz nach oben schieben? Ist ja gar nicht mal so schwer. Ciao, du Loser. Oh, ich habe den Stein verloren. Jo, das war ja auf jeden Fall klasse. Der Stein ist weg. Hast du nicht gesagt, du schaffst das nicht? Keine Sorge, wir werden es ihm beweisen, dass wir das schaffen, Freunde. Wir sind stark genug, einen Ball wohl bis nach ganz nach oben zu schaffen. Und okay, es ist doch gar nicht mal so einfach. Oh Mann ey, aber irgendwie will ich es schaffen, ehrlich gesagt. Okay, Freunde, die ersten Versuche sehen gerade gar nicht mal so schlecht aus. Ich will mich aber tatsächlich nicht umdrehen, weil sonst ist er weg. Ja, wir haben schon ein Stück geschafft. Okay, weiter, Freunde. Wir müssen nur noch gefühlt 10.000 Milliarden Jahre nach oben laufen. Die Frage ist, was wird sich wohl da oben bewegen? Oder was wird da oben sein? Weil, ich meine, bringt mir das jetzt überhaupt was, diesen Stein nach oben zu transportieren?
Nicht, dass ich hier eine Stunde dran sitze, einfach nur einen blöden Stein nach oben zu tragen. Und wenn der einmal außer Kontrolle ist, Freunde, dann ist das tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich habe mir das alles wirklich ein bisschen einfacher vorgestellt. Und warte mal, kann das sein, dass hier die Wände aufhören? Oh, das wäre ja wirklich fatal. Das wäre wirklich schlimm. Okay, ich drehe mich mal um und das bedeutet eigentlich noch gar nichts. Oh, oh. Okay, Freunde, jetzt hören sogar wirklich... Oh nein, die Wände auf. Das bedeutet, wir können ihn nicht mehr an die Wand drücken. Das heißt, wir müssen jetzt balancieren. Okay, von links... Nach rechts, von links, nach rechts, nach links. Okay, okay, Freunde. Oh, nein, er ist außer Kontrolle. Nein, nein, stehen bleiben, Ball. Okay, okay, wir müssen wieder die Kontrolle reinkriegen. Nein! Er ist weg, nein. Okay, Freunde, ich glaube sogar, da oben ist doch nicht die Welt weg, also dieser Rahmen. Denn ich habe ihn davor dagegen gedrückt und er ist nichts über... Denn ich habe ihn dort oben gegen das Grau geschubst und er ist nicht rüber gewandert. Das bedeutet, wir können vielleicht durchgängig wirklich die ganze Wand hier benutzen. Also es wäre zumindest ein Vorteil für uns, denn es ist schon, ja, gar nicht mal so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es wird Stück für Stück immer besser. Also so langsam hat man den Drehwurm ein bisschen raus und die Kontrolle für den Ball gefunden oder auch das Feingefühl. Aber nachdem ich gerade eben mit Balli schon kläglich gescheitert bin, habe ich hier auch nicht eine große Hoffnung. Und ich würde sagen, bevor wir ganz oben failen, probieren wir das natürlich erstmal hier mit der Wand. Und die Wand hält. Super! Das bedeutet, ich werde easy peasy 2000 oder wie viele Jahre werde ich eigentlich hier nach oben brauchen? Jetzt mal ganz im Ernst. Oder das Spiel besteht aus nichts, außer einem Ball nach oben zu tragen? Ich meine, wird das nicht irgendwann langweilig, Freunde? Ich glaube, ihr könnt abschalten. Schaltet ab! Es wird langweilig. Okay, Freunde, ich habe wirklich die Befürchtung, es wird ultra langweilig. Also, seht mal, es kommt einfach die ganze Zeit gar nicht. Was ist das da oben? Nicht! Wofür entwickelt man ein Spiel, wenn einfach nichts passiert, außer einen blöden Ball zu schieben? Oh, nee, nee, nee. Du bleibst bitte schön an der Wand, ja? Das gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Okay, haben wir einen Checkpoint oder so? Ich meine, gefühlt renne ich schon 3 Stunden hier oben. Ich würde mich gerne mal umdrehen, aber tatsächlich traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß, was oder wie viel hinter mir ist. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht den Ball verlieren. Gibt's da überhaupt ein Ende jetzt mal ganz im Ernst? Was ist das denn? Okay, ich traue mich mal umzudrehen, Freunde, und wow. Wir sind schon gut weit gekommen, aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass das doch gar nichts war im Gegensatz zu das, was uns vorbesteht. Leute, ich verzweifle mit diesem Ball. Also jetzt mal im Ernst, was will der mir sagen? Das ist einfach nur ein riesen schwarzer Popel. Und Freunde, ich laufe hier wirklich schon 5 Minuten nach oben. Und bis jetzt ist nichts passiert. Rein gar nicht. Irgendwie schlafe ich langsam ein mit dem Ball. Ich habe Angst, dass ich mich in den Ball verliebe. Weil es gibt nichts mehr anderes außer mich und den Ball. Ja, man kann verrückt werden, wenn man mit dem Ball unterwegs ist. Keine Sorge, das ist normal. Oh nein, oh nein, ich habe ihn nur auf die andere Seite gelegt. Keine Sorge, das machen die Profis so. Wenn auf der rechten Seite es zu langweilig wird, dann legt man sich den halt gerne mal auf die linke Seite und auch mal in der Mitte balancieren. Oh mein Freunde, was mache ich hier? Ich drehe langsam durch. Okay, warte mal. Zeit für ein Zwischenresultat. Ja, ist gut, aber... Oh Mann, ey, ich glaube, ich werde die Wette gegen ihn verlieren, weil ich habe gar keine Lust, bis da hochzurennen. Wisst ihr, wie weit das ist? Ich meine, wenn hier wenigstens Meteranzahl wäre, wie viel Meter wir schon hochgelaufen sind und wie viel wir noch müssen, wäre das cool und... Ja, ich hätte ihn fast verloren. Nein. Oh nein. Nee, ne? Tschüss, kleiner Ball. Nein! Freunde, wir sind so hoch, ich kann ihn kaum noch sehen. Seht ihr den da noch? Also, ich meine, ich sehe ihn... Ich sehe ihn nicht mehr. Oh mein Gott, wie hoch sind wir? Okay, Freunde, ich gebe es auf. Oh Mann, aua. Hab ich wohl gesagt, du bist ein Noob und schaffst es nicht. Oh Mann, der Noob hatte wahrscheinlich recht. Aber Freunde, ich würde sagen, ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, welches Spiel euch besser gefallen hat. Dieses langweilige oder dieses coole davor. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.